Dann mache ich eben die Musik noch aus und dann geht's los. Zweite Runde DFB-Pokal. Herzlich willkommen hier mal wieder im Pokal. Letzte Saison alle Spiele gewonnen, beziehungsweise mit unserer Hertha im Let's Play im Pokal, im DFB-Pokal, alle Spiele gewonnen. Letztes Jahr Pokalsieger geworden und in der ersten Runde auch wieder gewonnen. Also ohne Niederlage sind wir im DFB-Pokal. Aber ich glaube, die Serie wird irgendwann mal brechen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt dauernd den DFB-Pokal holen. 10 Minuten sind rum. Keine Chancen hier im Olympiastadion in Berlin. Die Stuttgarter nicht, die Hertha nicht. Jetzt aber mal, 17. Minute. Ah, erstmals wirkt die Abwehr des VfB Stuttgart nicht ganz sattelfest. Raphael legt schön vor für Pierre-Michel Lasogga, aber der verzieht. Da muss der junge Stürmer mehr draus machen. Weiterhin 0:0 hier. Ersten Noten trudeln ein. 3,5er Durchschnitt haben wir, also nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber taugt schon. 24 Minuten rum. Große Chance für uns. Große Chance für uns. Nichts passiert. Ulreich wurde überwunden, aber davor war Pierre-Michel Lasogga anscheinend im Abseits. Schade, schade. Lasogga muss jetzt noch den Schuh wechseln. Also alles dreht sich momentan um Pierre-Michel Lasogga. Aber der soll mal jetzt ein Tor machen. Dann werden wir ein bisschen beruhigter. 30. Minute. Gute Chance. Ah, und wieder Lasogga, der den Ball da aus der Luft direkt nimmt. Sven Ulreich reißt die Fäuste hoch und lenkt das Leder damit über die Latte. Dürft's Ecke geben. Mal schauen, ob die gefährlich kommt. Die kommt gut. Aber Lasogga schubst da im Zentrum und es gibt Freistoß für die Gäste. Also man liest doch gerade wirklich nur Lasogga, oder? In jeder Aktion ist er dabei, gibt alles, aber so soll es ja auch sein, dass er da wirklich alles reinwirft und versucht, hier sein Tor zu erzielen. Kurz vor der Halbzeit, 38 Minuten sind rum. Die Stuttgarter noch ohne Chance. Ihr seht hier überall nur unser Wappen auf der linken Seite. Stuttgart noch überhaupt nicht im Spiel. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es noch oben drauf. Und dann war es das erstmal hier in der zweiten Runde im Pokal. Okay. Okay, was können wir jetzt aus diesem Spiel herausnehmen? Was können wir daran erkennen? Bezüglich unserer Spielweise. Recht wenig, oder? Wir sind so irgendwie besser, aber so richtig drücken oder drückend überlegen sind wir dann irgendwie auch wieder doch nicht. Also, ich weiß nicht so recht. Wir lassen mal alle Jungs warm machen. Das ist auf jeden Fall klar. Und dann jetzt die Chance. 48. Gute Chance. Wieder nichts. Schade, schade. Wieder Lasogga mit dabei. Hat das schon wieder gelaut in der Mitte. Wir gehen mal rein in die Statistik. Haben ein bisschen mehr Ballbesitz, aber auch nicht extrem viel. Also 60:40. Stuttgart, wie gesagt, noch ohne Chance. Also verdient hätten wir es auf jeden Fall. Aber es muss halt noch ein bisschen zwingender werden, das Ganze. Und wir müssen noch ein bisschen mehr Druck ausüben, dass das hier dann wirklich klappt. 50. Minute. Die ersten Jungs sind fertig für die Einwechslung. Jetzt die erste Chance für Stuttgart. Einal fängt den Pass von Roman Hubnik ab, aber schießt dann und dann noch 5 Meter über die Latte, also keine richtige Gefahr hier, Gott sei Dank. Nächste Chance für Stuttgart, aufgepasst. Glanzparade, Thomas Kraft hält uns im Spiel, fast die Führung für Stuttgart. Was ist passiert? Marc Gonzalez wird links steil geschickt, will an Lell vorbeigehen und bleibt zunächst hängen, aber der bisher unauffällige Chilene setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder und spielt ihn flach in die Mitte, wo Kakao zum Schuss kommt. Kraft taucht in die kurze Ecke und kann den Ball gerade so noch so und im Pfosten drehen. Ja, Gott sei Dank, dass der da mit dabei ist. Borschuk bekommt jetzt Gelb. Der auch nicht so richtig drauf ist. Da vielleicht auch mal einen Perle reinbringen. Wieso nicht? Müssen wir mal überlegen. Jönsson hätten wir noch. De Bock, Schulz. Esswein und Weinberger eben. Der gute Weinberger. Ist natürlich auch so eine Sache. Eieiei, ich weiß nicht, wie ich wechseln soll. Wir gehen mal eben rein. Irgendwie müssen wir ja mal wechseln. So, Aufstellung. Hinten sind sie alle kaputt. Hubnik nur mit einer 10er Form. Frische auch nicht mehr so, eine 4,5. Da vielleicht mal De Bock die Chance geben. Und dann vielleicht auch noch ein Perdedei für Borschuk. Der ist gelb gefährdet und steht nur auf einer 9. Perdedei war auch nur auf einer 9. Ich würde sagen, wir bringen auf jeden Fall mal Esswein. Diesmal auf rechts zu Ebert. So, da haben wir schon mal zweimal gewechselt. Wir müssen auch natürlich schauen, falls es hier in die Verlängerung gibt, dass wir da zumindest noch einen Wechsel uns aufheben. Dass da nicht sich irgendeiner dann verletzt, wir nicht mehr wechseln können und dann ist da irgendwie Feierabend. So soll es nicht sein. Wir wollen hier schon versuchen weiterzukommen gegen die Berlin, gegen die Stuttgarter. Und hätten es ja momentan auch richtig verdient. Aber das Tor will einfach nicht fallen. Eine Viertelstunde haben wir noch Zeit. Die Stuttgarter wechseln auch nochmal Moritz Leitner für Martin Hanek in der Begegnung drinnen. Aber wir brauchen, wie gesagt, ein Tor. Oder wir gehen hier in die Verlängerung. Und man muss natürlich auch das Ganze so sehen, wir haben eh schon so viele Spiele. Wenn jetzt da noch eine Verlängerung dazu kommt,
Na dann gut Nacht. Dann müssen wir mal wirklich richtig rotieren. Ich glaube, sonst sind die Spieler alle kaputt. Die Stuttgarter wechseln nochmal Pokrepniak für Kakao in der Partie drin. Stürmer, neuer, frischer Stürmer, also bei den Stuttgartern. Müssen wir mal schauen, dass der hier uns nicht noch gefährlich wird. Ich würde sagen, Jönsen darf dann auch noch rein bei uns. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Die letzten 7 Minuten hier in dieser Begegnung, bis es zur Verlängerung oder bis es wahrscheinlich zur Verlängerung kommt. Noch ist ja die Chance da, um hier einen Treffer zu erzielen, und zwar für beide Mannschaften. 86. Die Stuttgarter haben jetzt schon dreimal gewechselt. 87. Minute, die gute Chance. Torrundflank von links scharf in die Mitte zu Lasogga, der dann aber aus 11 Metern drüber schießt. Schade, schade, da war sie. Die Gelegenheit noch vor Ende des Spiels. Zwar eine richtig gute, aber Lasogga hat es leider nicht. Das Ding leider nicht untergebracht hier. Eieiei, also gute Chance für uns. Torun, na da ist er doch schon. Torun verletzt sich im linken Mittelfeld. Wir haben es angesprochen. Es ist gleich passiert. Ich würde sagen, wir bringen mal Weinberger. Hoffentlich kann der da irgendwo spielen. Kann Raphael auf links spielen? Ja, sehr schön. Okay, dann spielt Weinberger als Spielmacher. Beziehungsweise, nee, da macht keiner einen Spielmacher. Ich denke, wenn wir Raphael und Weinberger drin haben, können wir das Ganze so ein bisschen angehen. So, Lell ist kaputt. Dann würde ich eh mal sagen, wir gehen rein in die Laufwege. Und schieben die beiden so ein bisschen zurück. Okay. Müssen die nicht ganz so viel mehr arbeiten. Sollen sich mehr auf die Defensive konzentrieren. Und wir schon rein. Nagelbettentzündung hier bei Tuna Toro nach 92 Minuten. Und wir sind schon wieder in der Verlängerung. Also, es ist doch zum Mäuselmelken in der Saison, oder? Egal, wo wir mitspielen, wir müssen in die Verlängerung, beziehungsweise vielleicht sogar ins Elfmeterschießen. Das wäre dann das dritte im dritten Spiel, wo es möglich ist. Also unglaublich, was wir hier immer an Spannung unseren Fans bieten. 93 Minuten sind rum. Geht hier nochmal was in der Verlängerung für uns? Oder bleibt hier beim 0-0 und es geht am Schluss ins Elfmeterschießen? 100. Minute jetzt. Also wenn es jemand verdient hätte, dann auf jeden Fall wir. Aber gut. Das sagt sich so leicht. Ne? Die Stuttgarter, die wollen trotzdem gewinnen und wollen hier vielleicht mit einem glücklichen Tor den Sieg besiegeln. 110 Minuten sind rum. Nicht mehr lang zu spielen. 5 Minuten noch. Die Chance für Stuttgart, 116. Eieieiei, Kraft hat das Ding. Beziehungsweise ist er unsicher. Aber Pogrebniak kann das Ding nicht unterbringen aus 8 Metern. Sehr gut. Oh Gott, gefährliche Freistoßchance in Berlin. In der 117, meine Lieben. Gentner konnte Weinberger nur mit einem Foul stoppen. Die Torentfernung beträgt gut 18 Meter. Was passiert jetzt? Ottl wird schießen. Andi Ottl läuft an. An den Außenpfosten. Was ist denn jetzt los? Riesenchancen hier in Berlin gegen Stuttgart. 3 Minuten vor Spielende geht es hier nochmal so richtig los. Gibt es nochmal die Chance? 120. Nein, das war's. Abpfiff der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Und jetzt folgt das Elfmeterschießen. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Erster Elfmeter Hertha BSC Berlin. Raphael schaut Sven Ulreich direkt in die Augen. Was macht der lange Anlauf? In den Winkel. 1-0 Hertha. So, ich trinke einen Schluck. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank macht der den rein, du. So, Stuttgart. Erster Elfmeter jetzt auch für die Schwaben. Kuzmanovic. Komm, Kraft. Du kannst das. Kraft ist doch ein guter Keeper. Langer Anlauf. Kraft kommt noch mit den Fingerspitzen an den Ball, aber das reicht nicht. Stravko. Kuzmanovic trifft. Also 1-1. Die Stuttgarter gleichen aus. Heieiei, wenn wir immer nicht so eine Spannung da reinbringen müssten. Jedes Mal dasselbe mit der Hertha. Spannend bis zum geht nicht mehr. Und immer zittern bis zum Schluss. So, zweiter Elfmeter für uns. Weinberger. Oh, der ist erst eingewechselt worden. Hoffentlich ist der schon fit. Patti Weinberger läuft an. Einfach in die linke Ecke geschoben. Das war ganz routiniert gemacht. Na wunderbar. Macht er auch sein Tor. Patrick Weinberger, 120. Beziehungsweise halt Elfmeterschießen. 2-1 für uns. Jetzt müssen die Stuttgarter wieder nachlegen. Mit ihrem zweiten Elfmeter. Mal schauen, wer antritt. Bei den Schwaben. Wer ist es? Tamas Scheinerl. Der Spielmacher hält den Kopf gesenkt. Nimmt einige Schritte Anlauf. Und jagt das Leder in die Maschen. 2-2. Der Spielstand hier. Mein lieber Scholli. Hier geht's ab in Berlin. Also hier kommt man immer auf seine Kosten. Unglaubliche Spiele, die es da zu sehen gibt im Olympiastadion. Nach dem Supercup gegen Leverkusen. Nach der ersten Runde. Und jetzt auch noch Stuttgart in der zweiten Runde. So, Ottl wirkt ruhig und souverän. Kurzer Anlauf. Ball passt genau unten rechts in die Ecke. Tor für uns. 3-2. Eieiei. Andi Ottl bringt uns wieder in Führung. Und wieder die Stuttgarter. Wer tritt an? Kommt ein Pogrebniak jetzt bei Stuttgart? Oder wer kommt? Ja, es kommt ein Pavel Pogrebniak.
Kraft versucht ihn zu verunsichern. Komm, Thomas, den hältst du. Relativ lange Anlauf. Kraft hat ihn. Kraft hat ihn. Kommt mit beiden Händen an den Ball. 3-2. Thomas Kraft, wir lieben dich. Ja, gibt's denn das? Der hält uns schon wieder einen Elfmeter, wie schon bei den anderen beiden Begegnungen. Unglaublich, was der uns hier hält. 3-2 Führung. So, vierter Elfmeter. Mach ihn rein und es sieht richtig, richtig gut aus. Lell muss sich den Ball nochmal zurechtlegen, da dieser etwas nach vorne gerollt war. Lell ist bereit. Lell läuft an die Latte. An die Latte. Es bleibt beim 3-2. Ja, gibt's denn das? Die Riesenchance für uns, hier uns in eine richtig gute Ausgangsposition zu bringen. So, vierter Elfmeter, VfB Stuttgart. González schaut in die Augen von Thomas Kraft. Komm, den hältst du. Den auch noch. Den auch noch. 5 Meter Anlauf. Ball passt genau unten rechts ins Eck. 3-3. Und wieder alles ausgeglichen. Und jetzt müssen wir eigentlich schon treffen, sonst haben die Stuttgarter die Chance, mit dem letzten Elfer alles klar zu machen. Und das wollen wir nicht. 3-3. Haut das Ding rein. Wer auch immer jetzt schießt. Jeder Elfmeter kann jetzt entscheiden. Und er schießt. Pierre-Michel Lasocca legt sich den Ball zurecht. Schreitet zur Tat. Vorbei! Lasocca schießt das Ding vorbei. Das gibt's doch nicht. Und Elfer Stuttgart. Wenn die jetzt treffen, sind wir raus. Dann war's das mit dem DFB-Pokal, mit der Saison. In dieser Saison. So schaut's aus. Massa hält den Kopf gesenkt, haut das Ding dann trotzdem rein. Also das war's. 120. Elfmeterschießen. Massa, der Innenverteidiger der Stuttgart, mit dem 4-3 für die Schwaben. Wir sind raus aus dem DFB-Pokal, weil Lasocca und Lell nicht getroffen haben. Es sah so gut aus. Da haben die Stuttgarter sogar verschossen. Und dann verschießen wir unsere beiden. Kraft wieder ein Bombenspiel gemacht, aber hilft uns alles nichts. Europapokal, DFB-Pokal ist erstmal vorbei. Und wir haben nur noch 2 Wettbewerbe, auf die wir uns konzentrieren müssen. Vielleicht auch was Gutes. Trotz alledem willst du natürlich im Pokal immer möglichst weit kommen. Aber dieses Elfmeterschießen haben wir mal verloren. Wir gehen rein. Was ist alles so passiert? Schalke haut Hoffenheim 4-0 weg. Bremen haut Hamburg 4-1 weg. Wer haben wir noch? Hannover weiter, Pauli weiter. Ich bin gespannt. Die Bayern, 67. Minute, nur 1-0 gewonnen gegen Red Bull, oder Rasenballsport heißt ja. Leipzig, Dortmund weiter. Gladbach gegen Kassel weiter, Wolfsburg weiter. 1860 weiter, Dresden 4-0 und Unterhaching kommt gegen Aue weiter, sehr schön. Dritte Runde steht an. Bin ich mal gespannt, aber können wir jetzt gerade gar nicht sehen. So, Vorstandsvertrauen geht natürlich runter um 1 auf 19 von 20, weil man sich ein bisschen mehr vorgestellt hat als Runde Nummer 2. Finanzen natürlich dadurch auch ein Stückchen runter auf 17. Ja, ist natürlich richtig bitter, aber ein Elfmeterschießen, das kannst du immer mal verlieren, ne? Da ist immer ein bisschen Glück mit in der Partie drin. Von daher, Torun fällt jetzt auch nur für 3 Wochen aus. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, das Ganze dreht sich jetzt nicht so ein bisschen, ne? Dass wir hier wieder in unsere kleine Krise rutschen. Aber es war nur ein Spiel und im Elfmeterschießen, also von daher nicht so wichtig, beziehungsweise nicht ganz so schlimm. Sie sind früher als erwartet aus dem nationalen Pokal ausgeschieden. Ihr Reservebudget wurde daher um 1,17 Millionen gekürzt. Okay. Hoffmann ist auf Stufe 3. Das muss aber noch ein... Ja gut, der Wechsel jetzt zu Dresden. Scheiße. 1.1.2013. Dann brauchen wir ihn gar nicht mehr scouten, oder? Dann brauchen wir das gar nicht mehr. Schade. Hätte nicht sein müssen, ne? Hätten wir vielleicht gleich mitgehen müssen. Aber wir wissen ja noch gar nichts über ihn. Von daher, nee. Passt schon. Konnten wir ja nicht wissen. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Und hören Hamburg, meine Perle. Wir spielen gegen den Hamburger SV. Beim Hamburger SV. Und da ist fast eine ausverkaufte Hütte. Nur 2000 Leute, die da nicht gerade kommen. Gegen uns. Ist schon ein bisschen so ein Topspiel. Der dritte gegen den siebten. Bremen gegen Bayern, Hoffenheim gegen Dortmund, Nürnberg-Fürth, das Derby hier unten. Oh, da bin ich auch mal gespannt, da müssen wir reinschauen. Schalke, Bayern und für Leverkusen auch noch. Okay. Doch, und jetzt zuletzt, jetzt müssen wir ein bisschen agieren. Ich weiß nicht, wer spielt denn auf dem Flügel besser auf der linken Seite? Ebert oder Eswein? Das ist die Frage. Wir gehen mal rein. Alex Eswein. Linkes Mittelfeld in der 69, rechtes Mittelfeld in der 70. Wie schaut es bei Ebert aus? 74, 71. Ne, dann bringen wir den guten Eswein auf links. Torun raus. Und es darf mit Ben Hatira, den brauchen wir jetzt halt hier als Ersatz auf jeden Fall mal. Hamburger SV. So, was machen wir jetzt halt? Paddy Weinberger, da müssen wir nochmal reden. Ach, geht auch nicht. Oh Mann. Der hieß hier immer noch richtig verstimmt. Genauso der Bock auch nicht zufrieden.
kann man ja verstehen. Ich bin denen ja gar nicht so böse. Ist ja klar, dass die spielen wollen. Aber wie bringen wir die rein? Wir haben, glaube ich, dann jetzt auch mal ein bisschen frei noch. Demnächst, ja, hier ist Länderspielpause. Dass wir da vielleicht ein Spielchen ausmachen noch gegen irgendjemanden. Und da ein bisschen die zweite Garde laufen lassen. Wäre vielleicht nicht das Verkehrteste. Okay, wir gehen noch mal ein bisschen das ganze Zeug ab. Wir gehen rein in die Teamführung, aber wir konnten, glaube ich... Nee, wir können noch keine Spielergespräche machen. Schade, schade. Sind noch in derselben Woche, haben schon unser Kontingent erschöpft. Wir gehen noch mal rein ins Merchandising vor allem. Ganz wichtig. Genau, ist schon wieder nämlich ganz schön viel losgekommen. Dass wir da noch mal ein bisschen einkaufen. 5000 Artikel. Und zwar Trikots. Ups, entsorgen. Nein, falsche Taste.